des Meeres Rauschen. Und damit, willkommen zurück zu Elden Ring, Game Freunde und Ladies. Wir machen jetzt weiter hier mit einem weiteren Boss, den wir wegbossen. Mit einer tollen Strategie. Während der Zeit kann man auch einen Tee trinken. Viel Spaß. Los geht's. Hallo Elke, ich grüße dich. Tudu. Na, was macht das Bein? So, jetzt geht's los. Mal absteigen. Ja, ich habe noch eine neue Fähigkeit bekommen. Hier, Magma-Schuss. Mache ich mal kurz. Achtung. Schön, wie es nachbrodelt. Und jetzt ein bisschen verstärken. Ah, ist das nicht schön anzusehen? Gut. Versuchen wir es. Da kommt der Orangen raus. So, wir müssen hier höllisch aufpassen. Ja, habe ich nicht gesagt. So, wir müssen nämlich. Darf ich nochmal hier? Au, shit. Na gut, aber hat geklappt. Achso, ich muss dann wahrscheinlich doch mal zurück, wenn ich es jetzt nicht schaffe in der Runde. Nochmal auffüllen. Habe ich gar nicht mehr drin. Mann, ey! Naja, das wird wahrscheinlich nichts so. So, ja, wir müssen. Geht mal aufs Pferd. Wir müssen nämlich. Geht gleich wieder gut los. Die Freunde wieder ins Leben zurückbringen. Liegt artig vor sich hin. Ist mir auf dem Bett Game gemacht. Ja, das ist das Beste, was du machen kannst. Gaming Session zu genießen. Dieser Boss vom Fest. Genau. Der Fest-Boss ist das hier. Und wir müssen die herbeirufen. Will ich aufpassen, dass wir nicht von den Strahlen oder von den Kugeln erfasst werden. Wir müssen erstmal gucken, wo die ganzen Typen sind. Und die müssen wir natürlich immer mal wieder zurückbringen. So. Ist ja ein ziemlich großes Gebiet. Trotz im Kampf. Warte mal, der ist ja jetzt hier weg. Müssen wir kurz schauen, ob ich hier bei den Talismännern. Gegen Magieschaden deutlich. Ja, das ist gut. Und das andere ist für Ausdauer. Das nehme ich jetzt mal wieder rein. Ah, hier oben sind noch welche. Ich hoffe, ich konnte jetzt alle rufen. Ja, ich konnte alle rufen. Gut. Ja, ich habe auch nochmal eine andere Variante probiert, ob ich Rani zurückbekomme, damit ich die Quests machen kann. Ich habe jetzt mal so eine Träne mir besorgt. Ich habe ja aus Versehen meinen Händler geschlagen. Und Blade auch aus Versehen am Anfang. Und damit ist das wieder vergessen durch diese Träne. Aber Rani ist nicht in ihren Turm aufgetaucht. Und das ist schon, wow. Das ist schon blöd. Und das nur, weil man am Anfang nicht zurück zur Kirche gegangen ist. Woher soll man das wissen? Das muss mir der Entwickler exakt erklären, dass ich auf die Idee komme,
von dem Speicherpunkt und denke mir, ah, jetzt musst du wieder zur Kirche zurück, mit dem Typen reden. Na klar. Nur deswegen hat es nicht geklappt. Aber es haben viele das Problem. Wenn du das nicht gemacht hast, durch eher Zufall, passiert genau das und du musst es irgendwie, naja, hoffen wir, dass es irgendwie klappt. Du bist schon viel weiter als beim letzten Mal. Ja. Okay. Immer weiter in Elden Ring. Ich weiß gar nicht genau, wo die alle verstreut sind. Oh oh, shit. Ah, jetzt kommt er zu mir. Hilfe. Ah, hier ist was. Hier, 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 hier. Ah, die Kamera ist da nicht immer fokussiert. Greift ihn. Oh, shit. Zum Glück habe ich die Magie reingenommen. Den Schutz. Aber ich kann mich nicht mehr heilen. Scheiße. Ich habe auch das Gefühl, dass bei manchen Kämpfen die Tränke reduziert werden. Damit es extra schwer wird. Ich weiß nicht, was du gestern noch gemacht hast. Ich bin ja irgendwann eingeschlafen. Ja, ich habe diesen einen Ritter besiegt, der mich so genervt hat. Den habe ich ganz taktisch ganz gut besiegen können. Weil irgendeine Taktik muss ja klappen. Ja, und die hat dann geklappt. Und jetzt habe ich noch so einen anderen Typen. Den werde ich nur durch Übung besiegen können. Mit Schild. Der hat ja sehr miese Dolchtechniken drauf, weil der sofort kontern kann. Das bringt mir natürlich ganz schnell den Tod. Aber muss man auch ein bisschen üben. Dann ist er. Radan. Oh, 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 oh. Also den Strahl. Wow! Mein Gott, nochmal, diese Präzision, das ist unnormal. Ja gut, wenn ich jetzt nochmal getroffen werde, dann muss ich eh nochmal anfangen. Also. Oder ich lasse mich jetzt treffen. Oh, wer ist denn das? Ja, das hatte ich noch gemacht, ansonsten nicht mehr viel. Dann ist er. Wow, weg. Weg, 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 weg. Ich renne mal dahinter. Das wird er dann auch wieder aktiviert, wenn die gestorben sind. Sieht das ja dann auch gar nicht, wenn die Teile geflogen kommen. Naja.
Wo sind die Zeichen? Oh, dahin ist er. Oh no, 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 no. Ah! Ja, der Schlittschuh oder wie? Warum ist der so schnell? Bei der Größe. Ah, hier ist was. Ah! Ach du Scheiße. Oh, 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 ist der schnell. Warum sind die immer so schnell, ey, bei der Größe? Ich rufe euch, beschützt mich. Kämpft schneller und härter. Ja, einige haben wir schon auf dem Quest, der Questreise getroffen. Nein! Oh, shit. Ja, okay. Ist vielleicht besser so. Was? Kann ich mich nicht entscheiden? Bei was? Naja. Was, das wolltest du doch zwischendurch? Hm? Ja, sind wir wieder hier. Ja, ich will natürlich sehen, wie lange das noch hält. Nehme ich vielleicht nochmal zwei Tränke dazu. Ja, so. Ja, hier müssen wir wieder hin. Ja, machen wir den vielleicht ein, zwei Mal. Und dann gehen wir mal zu dieser anderen Ecke hier, wo der neue aufgetaucht ist. Das war irgendwo hier. Hier, oder? Genau, hier ist er. Der Relay. Der ist nicht ohne, weil das Gelände ist auch ziemlich... Naja, schwierig ja, zu bearbeiten. Okay. Ach so, ich muss erst mit dem reden, ja.
Ja, ja. Before we begin, allow me. Nein, nein. Milch, Schokoriegel. Oh. Ich nehme zwei. So, jetzt hat er hier aufgeschlossen. Damit wir hier runter können. Gut wäre natürlich, wenn er diesen... Aha. An diesen Bannern die Feinde oder Freunde wären. Guck dir das an, ich hatte recht. Aha. So ein bisschen was abgezogen. Vielleicht nochmal gucken. Boah, du musst sofort auf das Pferd, sonst bist du weg. So, hier kommt schon der Erste. Boah. Nein! Oh, weil du Nuss in der Mitte standst. Oh, das ist doch scheiße sowas, Mann. Oh. Figuren, Steine, irgendwelches rostiges Zeug steht einfach im Weg. Kommst du nicht weiter? Na, die haben so einen Trank abgezogen. Naja. So. So, direkt aufs Pferd dann. Ja, wirst trotzdem erwischt. Was ist für ein Mist? Was ist denn das, ey? Das ist doch scheiße, sowas. Oh, also...
Problem ist eben auch, wenn du dorthin reitest und du willst die aktivieren, dass es nicht alles mitnimmt, nicht alles registriert. Geht nur, wenn die Einblendung hell ist und dann klappt das. Gerade bei so schnellen Sachen funktioniert es nicht.
Weil ich wollte gucken, ob ich meinen Geisterhund rufen kann.
Ja, hat ja gut geklappt. Ich muss mich jetzt erstmal abreagieren. Wir machen jetzt kurz einen anderen Gegner. Der bringt auch viel Freude. Also man sieht, die Schwierigkeit ist hier mit den Blickwinkeln, mit der Kamera. Und dass man sich immer ja, eine Strecke kaputt sucht, wo denn die Stellen wieder sind. Ich weiß eben immer noch nicht genau, wechselt das, wo ich die wieder herrufen kann, oder sind das dieselben Plätze? Und ich weiß auch nicht genau, wie viele es insgesamt sind. Na gut, wir machen jetzt erstmal den anderen und dann kommen wir hier nochmal zurück. Also bis zur Hälfte ist möglich, aber ja, alles andere müssen wir dann nochmal sehen. Vielleicht bei der einen Stelle bleiben, wo ich glaube drei, vier rufen kann und dann immer wieder und mal große Kreise drehen. Naja. So. Jetzt gehen wir nochmal zu dem hier. Hier sieht man es schon ein bisschen. Der nächste. Wollen wir mal kurz, vielleicht jetzt durch das Neuladen. Gehen wir mal kurz hier an den Turm, Rannys Turm, ob die jetzt aufgetaucht ist. Es gibt auch nur ein paar Videos dazu, die helfen sollen. Tja, hat jetzt nichts gebracht. Ich gucke einfach nochmal so, das mache ich nochmal schnell zuvor. Weil sonst kann ich die Quest gar nicht machen. Ja, danke dir fürs Anfeuern. Bis zur Hälfte hat es ja gereicht. Bist du so hoch konzentriert oder hast du das Mikro aus, damit niemand deinen Fluchen hört? Ja, Überraschung. Ich habe das Mikrofon aus und fluche nicht. Nur konzentriert. Das ist ja mal was. So, wir gehen jetzt mal hier hoch. Ja, wenn du zu schnell bist, fliegst du wieder runter. Das macht auch Spaß. Aber ich finde, da muss man doch als Entwickler sagen, okay, die Leute kennen das Spiel nicht und die kommen nicht unbedingt auf die Idee, wieder zur Kirche zurückzurennen. Wenn das nicht passiert, muss ich das anders machen können. Man kann zwar diesen Zauber und diese Asche beim Händler dann kaufen, in der Tafelrunde. Aber wo ist dann die Figur hin? Ja, man müsste sagen, okay, man trifft sie dann, wenn man dort nicht hingeht, taucht sie dort auf. Oder man kann sie irgendwo rufen. Ja, daran haben sie nicht gedacht. Hätten sie mir das Spiel vorher doch nochmal geben sollen. Ja, wieder nicht drin. Hier muss er eigentlich sein. Mit ihrem großen blauen Hut. Verdammt nochmal. Na gut. Leider gehen langsam die Optionen aus. So, wir machen jetzt wie gesagt dahin, dem Typen. Achso, ich habe noch einen neuen Zauber auf mein Schild bekommen. Ja, wir fangen von hier an. Man kann ja Paraden machen und jetzt gibt es auch noch die Möglichkeit, magische Paraden zu machen. Wenn das funktioniert, kann man die Magie dann zurückwerfen, indem man die Magie aufnimmt und in Klingen umwandelt und dann an den Gegnern zurückschießt. Finde ich auch ganz cool. Natürlich hat das Ganze wieder einen kleinen Nachteil. Ja, der Schutz ist dann vom Schild her geringer. So, hier, ich kann es mal kurz zeigen. Achtung. Gesehen? Cool. Ja. Probieren wir es mal. Eben, was ist eigentlich mit denen?
Pack ich die jetzt überhaupt? Warte mal, wenn wir schon hier sind. Na, der hat ja keinen. Ich glaube, die gingen hier. Na, 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 na. Ich habe keine Magie drauf. Okay. Ah, schöner Effekt. Lederbesetzter Tabard. So, jetzt nehmen wir mal die hier. Lass ich mich mal ran und schau mal, wie viel ich abziehen kann. Die sind auch sehr stark. Ah, jetzt schon ein bisschen was über der Hälfte. Das ist schon besser. Aber die sind trotzdem schon noch knackig. Na, was willst du machen? Oh ja, da kann ich ja gleich mal hier Magma-Schuss ausprobieren bei dem. Magma-Schuss? Naja, war falsche Taste. Oh Gott, jetzt kommt er hoch, oder? Oh ja. Ja, oh, der zieht immer noch ganz schön gut ab. Holy shit, ey. Warte, darf ich mal aufladen? Ey, verdammt nochmal, was wirklich. Die Bogenschützen sind stellen. Wow! Haben auch unendlich Pfeile? Nein. Kann ich mich mal aufladen hier? Guckt euch den Pfeil an! Ich meine, es gibt noch größere mit Magie, aber. Wer so getroffen wird, steht nicht mehr auf. Das ist halt gruselig, wenn du so still bist. Ach ja, so. Kurzhafiger Rauch ist gleich. Ja, bis gleich, ja. Aber das ist doch gar kein Horrorspiel. Wie kommt denn das? Okay. Wo ist er denn? Hier. Warte, ich habe noch was anderes für dich. Wenn ich zielen könnte. Oh, das zieht gut ab. So, haben wir den auch mal geknackt. Aber es gibt nichts dafür. Na super, okay. So, Moment, ist mir wieder falsch gegangen. Zurück und davor, okay. Also der jetzt dran kommt, das ist schon für eine Quest. Ich weiß eben nicht, ob es danach noch einen dritten gibt. Warte mal. Noch viel weiter rüber, okay. Hier sind auch sehr schwer. Das Lager geht nämlich in ein nächstes Lager über, wo noch zwei sind. Also die können zur Verstärkung kommen. Da muss man echt aufpassen. Ich muss noch hier runter jetzt, oder? Ja. Oh, oh, oh! Oh Gott. So, bisschen abfedern. Ja, das geht. Hier ist auch ein neuer Gegner, der jetzt hier kommt. Dieser Geisterritter.
Wow, wo kommt es her? Uah! Da ist ja noch einer. Ah, da hinten ist noch so ein Tor zum Aufschließen, okay. So, dann kommt hier unten irgendwo das Siegel. Ah, hier ist es schon. Gut, trainieren wir mal ein bisschen weiter mit dem. Müssen wir auch trainieren. So, jetzt wird es wieder witzig. Da ist er schon. Ja, man sieht schon, der ist sehr schnell und dieser Dolch, den der hat, ist wirklich... Die Umgebung hilft mir auch nicht gerade sehr. Der Untätige, ja, so untätig ist er ja gar nicht. Fällt ein, ich kann ja irgendwann mal auf den Drachen umrüsten. Wow. Oh shit. Ja. Einmal fallen gelassen, bist du fast tot. Oh, wenn die Gegner ausweichen, das mache ich alle. Gut, gleich zwei, das ist nett. Ach nö, keine Heilung. Siehst du mich heilen? Ja, ich sterbe ehrenvoll. Was ist denn du für ein Kodex? Was ist das für ein Dolch, was der hat? Goldener Blutdolch oder sowas. Okay, aber das lief schon echt gut, muss ich sagen. Ah ja, super. So, ja. Das heißt, sind es drei Gegner, dieser Radan, dieser Kommandant und der hier. Super. Wenn man nicht trifft, macht das viel Spaß. Oh mein Gott, ey. Wow. Ach, Blutschaden kann er damit machen. Na toll. Trinken, es ist so schwer. Irgendwie ist da noch mit Magie irgendwie. Schutz. Oh, war das knapp. Oh. Ja, okay, ich habe auch getrunken, ist okay. Ach komm, was ist denn das für ein Angriff gewesen mit deinem Pfeil? Nein! Geh weg, oh, die blöde Wand. Ach nö, das ist blöd. Ich habe wieder so wenig Heilung, ey.
Mann, in der Drehung, ey. Das ist zum Scheißen, sowas. Boah, regt mich das auf. Ja! Ah. Got you. Na, endlich. So, einer von der Liste weg. Aha. So, das heißt aber jetzt, wir müssen ins Haus hier Vulkan zurück. Was haben wir bekommen? Crepus Fiole. Okay, wo kann man das einsetzen? Oder ist das einfach Seuchenbolzen? Haha. Jawoll. Oh, bin ich froh, dass wir den jetzt haben. Also ich habe insgesamt jetzt gegen den... Ja, siebenmal gekämpft, ja. Warte mal, ich muss hier gucken. Oh, das sieht aber gut aus hier. Adligen Panzerbrecher. Okay. Naja, ich bin ja eher mehr so ein Samurai-Typ. Weisheit 48. 52. Ah, das wird noch eine Weile dauern. Seuchenbolzen löst Scharlachfäule aus. 60. Oh, wow. Die sind sehr mächtig. So, das habe ich ja aufgesammelt beim Kampf bei dem. Radans Speer. Großpfeil. Ah, okay, verstehe. Das schießt er immer direkt auf mich. Mit Magie verbunden. Großpfeil, die General Radan beim Fest der Kämpfe einsetzte. Radan wurde später von der Rheinfäule Ritterin mit diesen Speeren erstochen. Also kämpfen wir in der Vergangenheit? Erfüllt von Radans Gravitationskräften, ja. Ja, drum sind die auch so schnell da und treffen dich, sobald du das Schlachtfeld erreichst. Okay. So, ich habe doch aber noch einen anderen Gegenstand bekommen. Ah ja, Wolfsmaske von Blade. Okay. Ja, hier ist es. Kleine mysteriöse Flasche voller dunklem Nebel unterbindet sämtliche Geräusche, die der Träger in Bewegung macht. Ein Ritual fetisch der Assassinen der Tafelrundfeste. Es gibt eine Zeit, in der Befleckte, die sich von der Führung abgewandt hatten, nichts mehr fürchteten als die absolute Stille. Okay. Geräuschlos, das ist natürlich sehr cool. Es gibt ja auch ein paar Tarnaschen, da könnte man das gut kombinieren. Jawohl, wir haben den besiegt. Ach, ist das gut. Und hier ist meine Asche, also hier mein Goldstaub. Der Rest ist ja bei Radan. Gut, das heißt, wir können jetzt zum Haus zurück. So. Kommt bestimmt noch ein dritter, oder? Drei Kämpfer. Oder sind wir schon durch? Weiß nicht. Bin echt gespannt, wem die Rune gehört. Und ob wir dann dadurch ins Schneegebiet kommen. Und dann gibt es ja noch ein anderes Gebiet. Schnee. Es muss noch eine andere Welt geben. Vielleicht ist sie auch geheim, also so wie diese Unterwelt.
Weil das würde sonst nicht passen. Irgendwas muss da noch sein. So. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn der? Hallo, ich bin wieder da. Ja, aber es war nicht ohne. Übliche Belohnung, was ist denn das? Gib mir was Gutes. Schlangenknochenklinge. Okay. Now, perhaps the time has come to tell you of the true ruler of this manor, Lord Rykard. The Erd Tree blessed the Tarnished with grace, but it was all too meager in the face of the enormity of their task. The Tarnished were forced to scavenge, squabbling for crumbs, like the Shardbearers vying for power in the wake of the Shattering. Our Lord, indignant, has refused to scurry about, fighting over what miserly scraps they allow us. If the Erd Tree, and indeed the very gods, would debase us so, then we are willing to raise the banner of resistance, even if it means heresy. We at the Volcano Manor, under Lord Rykard, have sworn no rest until it is done. If you follow this heroic path, one day the Lord will see you. The Lord's visits with our champions are always a spectacle. It cannot come a day too soon. Okay. Schwert schauen wir uns gleich mal an. If you follow this heroic, it cannot come. Aha. Okay. So, zwei goldene Saaten haben wir schon wieder. Gut, wir brauchen jetzt immer vier Stück. Komm zurück. Das ist halt auch eine kleine Quasselstube. War liebevoll gemeint. Ah. Es gibt ja auch einige Sachen dann viel zu erzählen, ne? Warum? Warum dann auch nicht? Muss schon mal eine Pause dann trotzdem mal sein, wie jetzt hier so mit Konzentration beim Kampf oder beim Lesen irgendwie. Also von der ersten Sekunde bis zur letzten durchreden, nee, das wäre auch nicht nix für mich. Ja. Das nicht, das nicht. Verstärkt Waffen auf bis zu plus 21? Okay, wow. Das ist immens. Okay. Ah, okay, alles klar. Ja, das hier habe ich mir schon mal geholt. Wieder ein paar Zutaten. Also Pfeile, verschiedene Varianten. Es gibt irgendwie immer so... Ah, hier gibt es ein bisschen mehr. Eisknochenpfeil, Eisknochenpfeil gefiedert, Eisknochenbolzen. Ach, Bolzen, da fällt mir gerade ein. Ich habe den neuen Trailer von Predator gesehen. Prey. Oh, nicht schlecht. Nicht schlecht. Mal sehen, wie der Film ist. Ja, die Fans immer so, ja, mach doch mal den Film. Wird noch ein Speicherstein, dann bin ich komplett. Ja. Mach doch mal einen Predator-Film vom Heimatplaneten oder wie die sich entwickelt haben. Jahre rufen die, ah, macht's doch mal. Nichts kommt. Ja. So, warte mal, hier haben wir die Waffen. Schlange. Nein, das war es nicht. Hier, hier, hier. Okay, das reiht sich hier bei den Katanas mit ein. Ah, das ist sogar ein Katana. Ach so. Schlangenknochenklinge. Ein finsteres Katana, gefertigt wie das Rückgrat einer Schlange. Die vielen Wirbelknochen entlang der Schneide sind mit einem tödlichen Gift überzogen. Jetzt bekomme ich die Waffe, nachdem ich den Typ bekämpft habe. Okay, super. Talent Doppelschnitt. Ein Talent überragender Schwertkämpfer. Ihr nehmt eine niedrige Haltung ein und führt zwei sich kreuzende Hiebe aus.
Durch wiederholte Eingabe könnt ihr mit bis zu 2 Angriffen nachsetzen. Oh, hell yeah. So, warte mal. Also, ich habe jetzt. Okay, jetzt muss ich mal kurz schauen. Das lasse ich. Das lasse ich. Das wechsle ich. Löst Vergiftung aus 66. Okay, ja. Körperlich bisschen weniger. Stärke. Oh, bin ich dann so schwer? Warte mal. Geh mal weg. So. Oh, okay. Oh, hier. Aha, interessant. Das kann ich noch gar nicht. Natürlich nicht. Es kann jedes Spiel zum Horrorspiel machen, wenn du still bist. Soll es etwa heißen, dass ich beim nächsten Horrorspiel still sein soll? Kann ich mal probieren. Der stille Stream. Nur heute. Ohne Abo. Viel Spaß. So, okay, warte mal. Ach, ich darf ja nicht schlagen hier. Das Symbol ganz links, seht ihr das? Das, da habe ich Verbot. Ja, cool. Wechsel mal wieder auf den Zauberstab. Hammer. Bitte nicht. Ich mache nur die Einleitung. Das hier ist jetzt übrigens ein Händler geworden. Nein, nein, ohne Schreie im Horrorgame, das geht ja nicht. Oh, schon wieder ein Brief. Mann, Bernal. Okay. Oh nein, ich will nicht gegen dich kämpfen. Das ist so ein Schlangenhammer. Aber ich habe einen Schlangenkatana. Naja, vielleicht. Das ist aber eine blöde Regel, dass hier alle, die diese Stufe haben, dann. Das sah denn mal so aus? Der war mal ein Mensch? Und dann ist er so groß geworden? Zu einem Dämon oder? Aha. Okay, was haben wir hier? Roter Brief. Oh. Oh, was ist denn das? Das klingt aber gar nicht gut. So viele Varianten, ich finde das richtig gut. Da ist er. Eine schriftliche Anweisung des Hauses Vulkan mit dem Namen eines zur Jagd ausgeschriebenen Befleckten. Dieser letzte Brief ist blutrot. Okay, dann ist das der letzte Kampf, aber ist der letzte Kampf mit Berndal? Oder ist es noch jemand anders? Ja, ist jemand anders. Juno Hoslow, der Ritter des Blutes. Na klasse. Er hält sich auf den Berggipfeln der Riesen auf. Sucht die rote Markierung auf eurer Karte, um die genauen Orte zu erfahren. Also ich muss ja sagen, die Quest geht absolut gar nicht. Und ich traue dir zu, dass du dann trotzdem quasseln würdest, auch wenn das Mikro. Also wenn ich niese, mache ich auf jeden Fall das Mikro aus. Das kann dir gewiss sein, denn sonst fallen euch die Ohren raus. Das muss nicht sein. Ja, ich reg mich dann nur für mich auf. Ja. Sonst kann ich das gerne reinrufen. Okay, Juno, dann nicht Berndal. Ich hoffe, wir müssen da nicht am Ende doch noch gegen ihn kämpfen. Ja, was ich jetzt sagen wollte, ist, bei dieser Questserie gibt es wirklich eine Markierung, dass man weiß, wo man hin muss. Und es ist auch auf der Karte verzeichnet, wie wir gesehen haben.
Und das finde ich mega gut. Weil sonst hat das Spiel das überhaupt nicht. Mit Markierungen. Man hat zwar mit denen hier, weil ich es gerade sehe hier, diese Richtung, nachdem man die Gnade aktiviert hat. Ja, wo ich das erste Mal auf der Karte gesehen habe, dachte ich, was ist das? Wie so eine Wolke? Soll das ein Richtungspfeil sein? Irgendwas ist dann auf dem Weg dann schon. Das soll dann ja immer das nächste Ziel zeigen, aber Ziele sind ja hier nicht so direkt, sondern irgendwo dazwischen. Denn wir sind ja im Zwischenlande. Okay, interessant. Also es ist markiert. Jetzt bin ich immer gespannt. Das heißt, ich komme jetzt ins. Das klang jetzt für mich wie Schneegebiet. Okay, warte mal. Genau, ne? Hier ist das so. Hier zeigt das hier so rüber. Ich bin hier bei Rhea. Die habe ich jetzt gar nicht gesehen. Die stand gar nicht an der Ecke. Wo ist die Markierung? Hier. Hier. Hier? Gesuch von Haus Vulkram. Wagram. Moment, das ist doch ein ganz anderer Name. Wie soll ich hier hinkommen, wenn ich nicht durch das Siegel komme? Aber ich komme doch hier nicht weiter. Wie soll ich denn da hier hinkommen? Okay, das ist ja merkwürdig. Also entweder das Siegel ist jetzt offen und ich kann rein. Ich glaube nicht, dass das offen ist. Wir reisen mal hin. Und Radahn habe ich immer noch nicht besiegt. Zur Hälfte erst. Du hast mich noch nicht niesen gehört. Es fällt nämlich unter Lärmbelästigung. Du hast zwei Umschläge bekommen. Was auch so? Moment, ich muss mal gucken. Und es ist noch zu. Ja, wie soll ich denn sonst weiterkommen? Ich weiß es nicht. Ohne zusätzliche große Runen kommt ihr nicht weiter. Ah. Kann das Spiel nicht ein bisschen genauer sein? Na toll. Gut, dann wird es erstmal nichts. Bis ich den. Moment mal. Brief 2 hast du gesagt. Ja, von Bernhard direkt, danke. Eine schriftliche Anweisung des Hauses Vulkan mit dem Namen zweier zur Jagd ausgeschriebener Befleckter adressiert an Bernhard. Okay. Ach, das gibt nochmal den Verweis auf Wagram, der blutige Wolf. Und abtrünniger Zauberer Wilhelm. Das heißt, wir beide kämpfen gegen die anderen. Das wäre auch nicht schlecht. Beide Männer halten sich in der königlichen Hauptstadt Lyndell auf. Sucht die rote Markierung auf eurer Karte, um den genauen Ort zu erfahren. Okay, haben wir ja schon gemacht. Aber das ist nochmal jemand ganz anders. Also das ist das. Moment mal, da muss doch nochmal anders was sein. Ah! Hab nicht richtig rausgezoomt. Hier ist das andere. Juno Host. Ja, und wie komme ich jetzt hier hin? Ihr seid lustig. Ich habe das immer noch nicht rausgekriegt, wie ich hier hinkomme. Also im besten Fall. Ah! Im besten Fall, ich besiege Radahn. Von hier. Sodass das Siegel verschwindet und ich hier hin kann zu den beiden. Es kann aber auch sein, ich muss noch jemanden besiegen und dann geht das Siegel auf.
Und dein Heller, ja. Gerne doch. Dafür hast du mich ja. Ja. So ist es. Abtrünnige, wir sind doch nicht bei Inquisition. Ja. Das sind doch was. Wie komme ich denn jetzt hier hin? Ist das hier nicht ein Weg, wie ich den hier irgendwie von hier nehmen kann? Warte mal, hier ist doch so eine Linie. Und hier ist so ein bisschen Wald. Wie komme ich denn? Brücke der Sünde. Ja, da bin ich aber ganz weit oben. Warte mal, kann ich nicht einfach hier... Warte mal, hier habe ich doch gegen den gekämpft, oder? Das war doch hier. Das muss ich jetzt mal ausprobieren. Komme ich denn nach dem Kampf hier rüber? Also wenn das geht, das wäre ja grandios. Dann könnte ich nämlich hier lang laufen, unten lang. Und dann hier lang. Und in den Nebel rein. Dann hoffentlich eine Karte finden. Auf geht's. Was ich auch noch spannend finde, das Horror-Game Callisto Protocol, das wird ja auch für die alten Konsolen noch kommen. Finde ich gut. Dann gibt es dazu auch einen Stream. Aber so von der Zeit her betrachtet, wäre es besser, das wäre nur für die neueren Geräte. Wäre für die Qualität, denke ich mal, besser gewesen. Aber so freut es mich natürlich, dass es da noch was aus dem Dead Space Universum gibt. Denn nächstes Jahr kommt ja dann Dead Space 1 nochmal als Remake raus. Für mich bleibt Dead Space 2 der beste Teil der Serie. Viele sagen immer, das ist der erste Teil, aber ja, bei mir nicht. Ja. Aber das ist ja meistens dann so, wenn irgendwie sowas Neues, wo man sagt, wow, das war so gut. Ah, der zweite und dritte Teil. Hm, nicht so. Achso, jetzt habe ich ja die Klinge. Achtung. So. Ah, das ist der Move. Oh, dann dreht er sich nochmal rum. Oh, das ist echt cool gemacht. Und links war ja nur Zaubern. Ja. Ja, cool. Die werde ich jetzt mal ein bisschen austesten. Warte mal. Naja, ich gehe gleich dahin. Gift und Scharlachfäule. Oh, das sind ziemlich viele, aber... Mal kurz probieren. Wie wirkt die Waffe? Wow, okay, Jungs, yo! Entspannt euch, ich will nur einen umbringen. Okay. Ja, es muss halt eine gewisse... Wow, ihr könnt Blitze werfen. Holy shit. Ja. Danke, Franz. Oh, Vorsicht. Oh, dieses langsame Getränke. Komm nicht drüber weg. Es ist einfach so langsam. Nein. Verdammt, er hat den Eingang gefunden. Okay, also ein, zwei Schläge. Muss ich jetzt hier runter, oder? Ah, ich kann nicht auf die Karte. Während des Kampfes. Jetzt. Natürlich.
Das war die Richtung. Vielleicht gibt es noch einen Scharlachfäule, Katana. Das war der, der mich hier überrascht hat. Und wieder der Geisterritter. Oh, der hat dieselbe Glocke wie ich. Ach, das ist so ein Wegweiser, ist das, der normalerweise auf ein Grab zeigt. Beziehungsweise auf eine Höhle. So, jetzt werden wir gleich rausfinden, ob wir da lang können oder ob das gar nicht funktioniert. So, hier hat man ja gekämpft. Okay. So, Kapuze, ja. Ja, nicht, dass du dich erkältest. Okay, alles klar. So, lass mal schauen hier. Oh Gott, sind das Hände oder sind das? Oh, ist das Säure? Was ist denn das? Oh, das sind solche Schnecken. Oh. Okay, ja. Darf ich mal kurz hier? Danke. Tschüss. Okay, hier sind wir wieder bei den Schnecken. Giftfett. Ach, hier gibt es wahrscheinlich auch das Gift, was welche haben. Ich habe mich immer gewundert, wo bekommen die das Gift her? Kannst du auf den Gegner dann werfen? Ja, und bei genug Stärke wird er dann vergiftet. Aber wir haben ja jetzt eine Klinge, das ist auch cool. Denn die wird nicht alle. Aha. Warte mal, was sagt denn die Karte eigentlich? Ach, das ist genau das. Okay. Und dann werden wir mal hier rüber gehen. Gut. Gucken wir erstmal ein bisschen hier rum. Ist das hier? Oh Gott, nicht die! Oh, Hilfe! Oh, die kann ich nicht ausstehen. Oh, ne. Also da gefallen mir jetzt die anderen aus dem Sumpf. Die gefallen mir da jetzt schon wieder besser. Habe ich mich dran gewöhnt. Aber die hier! Ne. Niemals. Boah, die Augen, Hilfe. Nee, nee, nee. Das ist leider nur, wenn du schon drin bist, nützlich. Achso. Da hast du aber eine Beschreibung, wie du dann in das Gebiet kommst, soll eins der letzten sein. Ja, ich denke mal schon, dass das Schneegebiet,
Ja, danke, ich hab's bekommen. Das ist das Schneegebiet und noch irgendwie dieses andere Gebiet. Ach, mir fällt gerade ein, apropos andere Gebiet. Wir haben ja noch diesen Feuertyp, diesen Mog, den ich ja mal beim Kampf kurz ausgetestet habe. Wie viele Gegner sind denn das jetzt noch? Also wenn der den anderen nimmt, dann haben wir 1, 2, 3, 4. Da sind ja noch 5. Mindestens 5. Ja, am Ende sind es noch 25 Gegner. So, was haben wir denn hier so? Die Schattenburg. Aha. Oh, wow, okay. Ihr gesehen, was das Pferd für einen Schwenk macht? Das ist echt tödlich. Einmal geschwenkt und dann alles runter. Bei dieser Lösung müsste das Siegel aufgehen, wenn du den Boss besiegt hast. Kannst du ja mal mit der Liste abgleichen, welche Bosse du bis dahin schon besiegt hast, die aufgelistet sind. Ja, schau ich mir auf jeden Fall nochmal an. Ja, die Frage ist, ob er reicht oder ob ich noch einen Runenboss besiegen muss, damit das zählt. Komme ich gar nicht rein. Oh, geh weg. Geh weit, weit weg. Das erinnert mich mit der Ente irgendwie an eine Szene. Okay. Ist das hier blöd? Oh, hier ist gesperrt für mein Pferd. Oh, die werden bestimmt explodieren, oder? Darf ich mal kurz? Dauert jetzt natürlich noch länger, weil das ist ja nicht aufgelevelt. Ah, das wirkt schon ganz anders, merkt man schon. Ich habe noch einen Screenshot mit der Liste gemacht. Ah, okay, alles klar, danke. Ach so, ja, mit der Ente wollte ich noch erzählen. Da geht einer hin mit Krümeln, will eine Ente füttern. Und die wollte es nicht essen. Da hat er gesagt, na gut, dann gehst du halt. Und im nächsten Moment hast du ein Bild von der Ente auf dem Grill gesehen. Ich fand das schon witzig. Was, du willst meine Krümel nicht essen? Aber auf dem Grill. Giftblüte, okay. So, weiter geht's. Oha, was ist denn das? Das ist irgendwas anderes. Aber Spinnen scheint es hier nicht zu geben, oder? Also wir haben schon so viele Gegner gesehen. Oh, hier ist eine Gnade. Yes. Oh, shit. Oh. Nein, nein, nein. Wir werden erstmal hier speichern. Das ist mir dann doch zu heiß. Okay, ja. Auch gleich mal. So, die Leiter ist aber schon ja ausgefahren. Gut, ich gehe jetzt mal kurz zu diesem Typen. Warte mal, stand hier Milena oder?
Sah das nur so aus? Ja. Sah nur so aus. Das ist bestimmt so ein Assassine. Oha. Oh, okay. Ja, den zauber ich auch gern. Okay, Feuer ist erstmal. Feuer macht erstmal gar nichts. Ah, das sieht schon besser aus. Ja. Manchmal klappt's mit den gegenteiligen Elementen, manchmal gar nicht. Aufladen. Ah, der müsste bald down sein. Was? Oh. Auch noch aufgeladen hat er sich. Ist nicht okay. Uah! Weg, 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 weg. Shit. Okay, müssen wir es so machen. Oh, weil der Typ jetzt kam. Okay. Gut. Warte mal, da kann ich jetzt auch weitergehen. Hinten rum. Es sei denn, der kommt wieder. Dabei sagt man doch Feuer mit Feuer bekämpfen, ja. Manchmal klappen die beiden Sachen. Und manchmal nicht. Und größtenteils musst du hier wirklich komplett andere Sachen verwenden. Ah, da ist was. Ist immer schade, wenn du was Neues gefunden hast und denkst, ja, jetzt. Gott, was ist denn das? Da ist ja noch einer. Und dann merkst du, dass es gar nicht wirkt. Nein, nein! Verdammt! Naja, das ist so ein Assassinentyp. Okay, der Zauber ist mächtig. War direkt tot. Ja, schneller als die Polizei erlaubt da. Das war sehr, sehr schnell. Es hatte sozusagen den doppelten Effekt. Ey. Kopftuch des wahnsinnigen Parfümier. Was? Parfümeurs? Hat das gar kein Assassine gewesen? Okay. Da hinten steht der Typ hier. Also, das ist doch unglaublich. So, schnell abhauen.
Nein, noch nicht den, du Kasper. Ach nein. Oh, jetzt falle ich auch noch hier runter. Mann, ey. Giftknochenwurfpfeil. Glassplitter, okay. Ach du Scheiße. Oh Gott. Nur, wo ist denn der jetzt, der andere? Warte mal, wenn der hier unten ist, da kann ich ja mal schnell hier hochgehen. Goldene Rune. Ey, du sollst ja nicht rumkotzen. Ja, die sind nicht ohne hier. Ah, wieder Gift. Kann man da nicht immun sein, wenn man die Klinge trägt? Dieses dümmeres Polizeilob. Ey, verdammt ich nochmal. Ah, da ist er schon. Ja, super, jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Ah ja, das war klar. Okay, die benutzen auch diese Geisterglocke. Oh, da oben ist was. Na toll. Oh, zwei mit einem Schlag. Oh, weg, weg, weg. Ah, ich dachte, die explodieren. Autsch. Autsch. Was soll denn das? Ey. Sag mal. Na toll, jetzt bin ich vergiftet. Kann ich das Pferd eigentlich rufen?
Durch den Baumstamm. Naja, gut. Oh, das ist aber verboten. Aber die Giftblüte, die müssen wir schon holen. Zum Herstellen. Ah, hier ist auch was. Gut. Ich gehe jetzt einfach mal hier vor. Nightwolf 3577, ich grüße dich. Herzlich willkommen in der Gaming Lounge. Schön, dass du den Weg hergefunden hast. Zu Elden Ring. Wie geht's? Oh oh. Whoa. Oh mein Gott, was ist das? Ach du Scheiße. Oh. Holy shit. Ach nee, was ist denn das? Okay, wow. Oh mein Gott, was ist... Ist das das Vieh aus der Höhle? Nur mit Gift? Sieht so aus. Sieht so aus. Ja, danke dir für deine erste Chat-Nachricht hier in der Gaming Lounge. Ich vielleicht noch irgendwie anders dahin? Muss doch noch irgendwie einen Weg geben. Was ist denn mit... Mal sehen, wie Blitz ist. Ich würde eher sagen, aus der Hölle Tür die. Das ist gut möglich. Ich finde es so cool, wenn man die Sachen aufladen kann. Du sollst nichts trinken. Oh wow. Ist er tot? Ja. Ja, okay, gut. Ah, Gift, ja.
Gut ist natürlich, wenn die Sachen eingesammelt sind, dass wir die dann verlassen können. Ah, der ist ja auch noch da. Ach, das klappt wahrscheinlich nur, wenn wir drin sind. Von oben. Sorry, I'm English. No, no, no problem at all. Welcome to the gaming lounge. How are you doing? English and German, totally fine. Da muss halt die Wand herhalten. Ja, wenn man nicht zielen kann, dann schießt man auf die Wand. Good, that's great. That's great. So, this is a new area for me. Verdammt. Ah, und weg. Schnell weg. Oh, da kommt er schon. Uah. Blitze sind so cool. Das ist nicht so cool. Haha, diesmal hat's geklappt. Achtung, es ist noch Gift. Wir müssen aufpassen. Ja. Oh, warte mal, ich habe noch das hier. Wie wirkt denn das? Gut, das wollte ich zwar gar nicht drücken, aber hey. Riesendes Höhlenmoos. So, okay. Noch irgendwas anderes? Oh, sind sie schon an der Wand hier? Hm, ja. Ah, das sind Gemälde. Oh ja. Na toll. Na toll. Was, ich komme nicht durch? Wie soll ich denn hier reinkommen? Hallo? Ah, von hier. So. Schnell, schnell. Gemälde Lied des Helden. Aber so. Ah, rausspringen. Rausspringen kannst. Oh Gott, no, 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 no. Warte mal. Oh, was ist das? Oh, was ist jetzt? Okay, wir gehen jetzt wieder zurück an die obere Stelle. Feuer ist aber besser. Fire is better. But lightning is so cool. Ich denke, da kommt noch was. Hallo. Ja. So, wir müssen jetzt wieder hier runter, die Leiter. Was ist denn hier? Ist hier noch was?
Ich kann das gar nicht kaputt machen. Wow. Oh mein Gott, was zum... Oh. Nein. Sei still. So what are you doing? I have to find a way to the... what is it called? The Icelands? I have no idea how I get there. So... I'm just wandering around. And... beat bosses. The next one is... Radahn. Fight seems easy, but it is not. The hell? Because I need a new rune to get through Lindell. It's a new area. Oh no, I'm poisoned. Warte mal, habe ich denn irgendwas? Ah, ich habe nur noch eins. Schade. Ich kann das Pferd nicht benutzen. Das ist nicht gut. It's a daily question. Ask me what I mean. The Mountain of Giants. Okay, that's what it called. Alright, thanks. Okay, weiter, weiter, weiter. Das erinnert mich voll an Sekiro. Ja, das ist der Diener, wo ich die Träne bekommen habe. Er hat nur ein schwarzes Gewand gehabt. Dann bin ich gestorben, nicht wahr? Ja. Okay. Lass uns erstmal hier rüber gehen. Schon wieder vergiftet. Kann ich auf die Karte sehen? Oh, da oben. Da oben! Kommt der... ist der Gift immun? Der ist giftimmun, natürlich. Wenn er hier lebt. Warte, warte. Ah! Holy shit. Oh. Mann, ey. Das stimmt doch, das frage ich mich täglich, was das werden soll. Yeah. It's a surprise. Ja. Jeder Stream ist eine Überraschung. Für euch und für mich. Verdammt, jetzt muss ich nochmal hier hin, ey. Okay, lass mal gucken. Ich bin hier. Mhm. Okay, ich versuche nochmal einen anderen Weg zu gehen. Danach gehe ich wieder hier raus. Hoffentlich. Und dann versuche ich mal hier lang zu gehen. Und dann hier rein. Right. Also, dazu muss ich ja... okay. Ich wollte nur noch mal gucken.
Wieso ist die Pflanze da? Ich habe die doch eingesammelt. Wiedersehen. Ach ja, hier wollte ich hoch. Let's go. Morgott. I think I've beaten him already. I don't know. Where can I find him? But first I need the rune. Otherwise I'm stuck. No, no, no. Do not touch me. Okay, wie sieht es aus? Wir können hier und dann irgendwie hier rein. Mhm. Digimonchi. Oh Gott, was ist denn das? Oh, das ist dieser. Ah, das ist der auf dem Speicherbildschirm. Okay. Was? Was? Aha. Uah! Meine Güte. Wunderschön. There are three. Three of them. Two are already gone. I know that for sure. There's a third one. Great. I'm really happy right now. Don't fall. Yeah. Immunität wäre schon ganz cool. Wollen wir lang gehen? Links oder rechts? Warte mal, hier kann ich runter. Ja. Du siehst mich nicht. Oh shit. Hör auf zu klingeln. Da geht's nochmal hoch. Okay. Dass ich das Pferd nicht benutzen kann, ist echt ärgerlich. Links. He's at the gold place. Gold place, okay. Interesting. Mhm, okay. Noch irgendwas? Ah, da hinten. Da hinten leuchtet noch was. Oh, ich bin so langsam. Oh mein Gott. Das ist wie Treibsand. Geh weg. Geh
Gift ist nicht gut. Synchron, okay. Ja, super. Du bist nicht so langsam, du bist vergiftet. Ja, ich bin auch langsam, ja. Hier drin. Was haben wir hier noch? Wenn wir es eingesammelt haben, brauchen wir es nicht nochmal. Okay, wo komme ich jetzt lang? Ja, das ist schon wieder einer. Oh Gott, no. No, no, no. Sind das zwei, ja? Ach du Scheiße. Okay, ich habe keine Chance bei sowas. Gut, alles klar. Wir machen das jetzt anders. Wir gehen jetzt raus und versuchen mal den Weg ins Schneegebiet zu finden. In. Wie hieß es nochmal? Mountain of Giants, ja. Also Gift und langsam bewegen und dann so eine schnelle Kreatur ist nicht gut. Doppelt hält besser, ja. Okay, Gold Place. Where's the Gold Place? Maybe here. I don't know. So, see? Nightwolf. I need the rune for this area here. Because this is my next target. Wagram. Okay. Gut, dann, wie bin ich hier reingekommen? Hier war das, glaube ich. So, jetzt habe ich doch mein Pferd wieder, oder? Jawohl. Auf geht's. Das Gift macht mir nichts aus. Ja, musst du in die Hauptstadt, wenn du ins Schneegebiet willst? Also doch mit dem Siegel, mit dem der Rune. Warum können die nicht sagen, besiege den und den und dann kommst du da rein? Mein Gott, ey. Warum kommt Rani nicht? Das nervt mich. War ich doch schon, oder? Oha. Ah, bis dahin bin ich gekommen. Wo ist denn die Karte? Wie finde die Karte? Gut, andere Seite. Andere Seite. Ah, okay. We need to kill more main boss. Oh, ja. Yeah. That's what I thought. Ja, yeah, the next main boss is Radahn. First, this.
To get in there, yeah, okay, I see. So that's the other side. Die Schattenburg. So, was haben wir hier noch Schönes? Aha. Sternenlichtsplitter. Weiß nicht immer, für was ich das brauche. Alles klar. So, wo geht's denn hier hin? Ah, was ist denn das hier? Oh! Ey, was zum Geier? No, 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 no. Hold on. Oh, was? Ja, yeah, das kriegen wir schon alles raus. Ja, was war das? Ja. You kill Raya. Raya. No. Never heard of it. What character is this? Okay, wir machen das wieder anders. Nee, Moment, das war, glaube ich, falsch jetzt. Hier lang. Bei dem Pferd geht das schneller zurück. Das ist echt gut. Abwehrfähigkeit. One of the boss. Is Raya a witch? Maybe the names differ from German to English. They are all in okay. Okay, this is the end. What happened?
Yeah. Ja. Take this. Gotcha. Aha. Ameisen, was? Starre Rapier. Maske der Maria Marais. Verdammte Scheiße. Trink den Schnaps, Mann. So. So, besiegt. Haha. Okay. Bleib ruhig dort. Yes. Ah, okay. Oh, she's at the Academy of Raya Lucaria. Okay. I know. What do you mean? Ah, okay, but where is she? Exactly. Hallo? Achso. Immer noch Gift? Ah, okay, that takes a long time. Still in danger. Still. Okay. Ruf das Pferd. Gib mir das. Giftblüte. Okay. Can I rest for a bit? Just. No. Also hier ist mit Sicherheit ein Boss drin irgendwie. Ja. Kriegen wahrscheinlich Kaffee. Würde ich auch gerade sagen mit der Akademie. Lucaria. Die Akademie ist ja hier. Ne, die Akademie ist hier. But where do I start? So this is Lucaria. Yeah, I know this witch. I think I'm not ready for her. Where do I start? Tell me. Oder Egris, hast du eine Idee, wo ich starten könnte? Wie komme ich zu der hin? Die muss doch irgendwo hier verborgen sein. Hier kann es nicht sein. Südtor. So, warte mal. Ah, Kristallhöhle vielleicht. Hier vielleicht. Ich probier's mal. Bin dabei. Okay, alles klar. Ja, also ungefähr noch eine halbe Stunde, dann ist Schluss. Not there. Great. Okay. Then where? Where can I find her? Bin ich hier raus? Komm zu mir. Ach, das ist auch nochmal blau.
Ah, okay, hast du Glück gehabt. Du bist auch blau, okay. Aber die muss doch eigentlich irgendwo sein, ja, die Hexe, oder? Warte mal. Leonia. Kirche des Kuckucks vom Schulklassenraum. You have to go up an elevator. So, can I start from the classroom? I have no idea. Because the game is so cryptic. Hier geht es um die Reise, ja, das ist das Erlebnis. Alles andere zählt gar nicht, nur die Reise. Journey. Elevator, okay. Is this a good start point? Let's see. So, now I'm here. Oh, Moment mal, hier war doch, glaub. Ah! Hier war doch auch noch ein Gegner mit irgendwas Gutem. Warte mal, ist es hier gewesen? Waren diese Fressviecher? Warte mal, ich habe meine Lampe. So. Oh, okay. Langsam. Langsam. Tschüss. Hier, Link. Did you kill the gold wolf? Gold? You mean the red wolf with the blade? Rodan? Yeah, he's finished. Okay. Hier war noch so ein Typ irgendwo hinter einem Denkmal. Der soll auch was Gutes haben. Ich muss mal kurz gucken, ob das hier. Oh nein! Was? Oh, ich hab dem doch geholfen. Wieso ist denn der jetzt hier so. Hä? Okay. Nee, ist schon gut, Ärgeres. Alles klar. Ist zu umständlich, das hier ausführlich zu beschreiben, ja. Machen wir beim nächsten Mal auf jeden Fall weiter. Yes, wolf with blade. Yeah, the voice actor said it's pronounced blade. Nicht blade, like the vampire. No, blade. Alright. Start there, okay. So. Oh, schade. Schade, schade. Koffs Klangperle. Ja, was ich natürlich auch noch rausgelesen habe, ist, dass wir. Ich habe mich immer gewundert, Klangperle, was brauchen für was, ja? Wenn wir das den Schwestern geben in der Tafelrunde, dann erweitern die ihren Shop und wir bekommen neuere und bessere Sachen.
Und das hier muss ja was ganz Besonderes sein. Akademie Schimmersteinstab, den habe ich doch schon. Oh, eine Barriere. Okay, gut. Warte mal, das müssen wir mal angucken hier. Barriere. Klangperle von Zauberer Toffs Leichnam. Bietet sie Zwillingsjungferhüllen in der Tafelrundfeste an, um Zugang zu neuen Gegenständen zu erhalten. Ja, das habe ich gerade erzählt. Okay. Hier haben wir es nochmal weiß auf erdfarbenem Hintergrund. Na, ja, hier bin ich auch mal gespannt. Aha. Ach so, den habe ich abgegradet und die haben mich doppelt, okay. Naja, gut. Ja, nun, wo ist denn das andere? Wo ist denn das andere? Ach, hier. Toffs Barriere. Nicht Toff. Tops. Tops. Das lebenslange Streben des Stumpfsteinstops erzeugt ein magisches Kraftfeld, welches Zaubereien und Anrufungen ablenkt. Oh, das ist gut. Halten, um kontinuierlich Barrieren zu erschaffen. Zukünftige Generationen werden es wissen. Sie werden die Torheit der höhnischen Zauberer, die diese Theorie verspotteten, erkennen und einsehen. Dass diese Entdeckung dem Titel eines neuen Hauses gerecht geworden wäre. Okay, das werden wir auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Do you mean Blave? Did you fight the wolf? I fight with him to defeat an enemy, but not against him. So he's a good friend. Rest in peace, my fellow magician. All right. Aha. Ja, es ist natürlich die Frage, muss ich hier hoch oder runter? Different. I only know of Radahn and Blade. Nothing more. Just these. Oh no. Yeah, that was a little bit stupid. Oh shit. Oh. Oder? Oh Gott, no. Ah, okay. Okay, ich will nur noch mal kurz nach dem schauen, wo das ist. Ich weiß schon wieder gar nicht, wo das sein soll. Also, the Gold Wolf is real. It's a mini-boss. No, I haven't. Okay, interesting. Oh Gott. Oh hell no.
No, 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 no. No. Wow. Verschwinde. Asche der Flugmarionettensoldaten. Haha, okay. Die hier sind das dann, ja? Komm her. Das ist auch nicht schlecht. Die können dann fliegen und dann diesen Sturzflug machen. Verschwinde. Verschwinde. Wow. Der? Okay. Ich glaube, ich bin ja noch gar nicht gewesen. Wo ist denn dieser komische Gegner? Das ist doch seltsam. Oder war das weiter unten? Es war auf jeden Fall in der Nähe des Aufzugs und dann kann man eben geradeaus gehen. Oder ein Stück weiter weg. Moment, hier ist es. Ja, hier ist es. Hier. Hier kommt der Typ. Da hinten. Ah, ich weiß gar nicht, ob ich magiemäßig stark genug bin. Boah. Da ist er schon. Hier, den meine ich. Boah, was ist denn das für einer? Holy shit. Boah, okay. Boah. Was? Oh, interessant. Ah, Feuer magst du nicht sowas. Nein, nein, nein! Nein! Ich hasse solche Gegner. Wow, hör auf! Nein! Haha! Ah, das war wohl ein Vampir. Gravitationsfeld. Yeah. Sehr cool. Ja, den wollte ich noch haben. Das war die Kugel, die er zu uns hingeworfen hat. Nice. Okay. Ja, wo ich den das erste Mal getroffen hatte, ich hatte null Chance. Null. Probier es, ja. Da kennst du mich doch, ich probiere das immer. Komme ich nicht hier hoch? So, jetzt. Und ein dunkler Schmiedestein Nummer 3. Coole Sache. So. Jetzt starte ich nochmal vom Klassenraum. Gleich, Moment. Hier. Zwei Flugmarionettensoldaten, okay. Diese Geister von Flugmarionettensoldaten wurden ursprünglich als Diener eines Zauberers erschaffen. Diese Geister sind mit Sensen mit langen Griffen bewaffnet und können auch mit Feuertöpfen aus der Luft angreifen. Eine Beschädigung kann zu Fehlfunktionen führen. Ist auch nicht schlecht. Da könnt ihr richtig was machen. Finde ich gut. Okay. Und dann wollen wir nochmal schauen, diese... Das hatten wir zuvor. Das ist echt gut. Hier. Ah, das kommt sogar noch davor. Gravitationsfeld. Ein Schimmersteinzauber, mit der ihr die Schwerkraft manipuliert. Feuert ein Gravitationsprojektil ab, das getroffene Gegner zu dem
Zaubern zieht. Durch Aufladen verstärkt ihr die Zauber. Der junge Radahn studierte einst diese Gravitationszauberei. Sein Meister war ein Alabasterfürst mit steinerner Haut. Okay. Gute Sache. So. Geh nochmal hier hin. Okay. So. Uah. Mein Gott, ey. Okay. Welcher Weg? Ach so, Moment mal. Schneegebiet. Kann ich da überhaupt hin, oder? Oh, ich möchte kein Abo abschließen. Wiedersehen. Also hier steht da, wollt ihr schnell in das Eisgebiet gelangen, dann müsst ihr das Siegel von Morgoth brechen und dafür zwei Bosse besiegen. Erst mit dem Medaillon von Rold in der Hand werdet ihr das Schneegebiet erreichen können. Oh, was? Was? Straßenbalkon? Okay, Moment mal, wir müssen mal hier. So, in this gaming session for this game, Elden Ring, there is no joining because I played this as a solo game, so no multiplayer whatsoever. And can give me some advice, like before, that's okay, but no spoiling and so. But the rest is fine. But I'm playing on Xbox. Of course. Okay, good, good. So, also ich bin jetzt hier. So, ich muss mal kurz gucken. Wir sind hier, ist hier wird's speziell. Moment mal, wo ist denn das hier? Hier ist irgendwas. So. Und dann geht's hier rüber. Und hier soll es ins Schneegebiet gehen. Aha, das ist interessant. Und hier soll Morgoth sein und hier Franz Josef, Godfrey. Okay, aber wie soll das ablaufen?
Ist sehr interessant. Es ist ja überhaupt nicht umständlich. Ich muss erst wissen, wen ich brechen muss für das Siegel. So, Moment mal. Did you go up the staircase with Bolan? No, not yet. Soon, I think. Ich hoffe, ihr mochtet die Dunkelheit meiner Bauchtasche. Na klar. So, was steht da? Die Hauptstadt Leyndell. Leyndell. Nachdem ihr den Drachenbaumächter besiegt habt, der super einfach war, nicht wahr? Verschwindet der gelbe Nebel und könnt die Brücke nach Leyndell passieren. Dort findet ihr direkt den ersten Ort der Gnade, Hauptstadt war. Im Gebäude geht es links mit dem Aufzug nach oben. Okay, that's the elevator. That's what I've said before. Ja. Also ich gehe jetzt mal davon aus. Ich gehe nochmal kurz hier hin. Ja. Ich muss diesen Radan besiegen. Den Ratterkopf. Und dann nochmal dahin. Aber warum diese Rani nicht auftaucht, das ist echt störend. Vielleicht kommt es ja auch danach, wenn ich den besiegt habe. Ja. Wer weiß es schon. You need to, if you want to fight boss, ja. Yeah. Don't want to fight, but I have to. I need the rune. So, see? This is still closed. Still closed. So. Once this is open, I go on the left side and take the elevator. Yep, right, okay, I got that. Yeah. Okay. Okay. So, das bedeutet auch, dass wir keinen anderen Weg haben, wie ich dachte, von hier rumzugehen. Obwohl es eigentlich so aussieht, ne? Man könnte. Aber das ist nur Theorie. Das ist auch ganz interessant. So. Also das nächste Mal wird sein. Oder ich werde es vielleicht schon geschafft haben. Wir werden sehen, dass wir nochmal gegen Radan hier kämpfen. Was ich jetzt aber nochmal kurz mache, ist, wir springen nochmal kurz ein paar Händler an. Nee, hey, Moment, es geht gar nicht. Ich habe... Verdammt. Warte mal, ich habe ja gar nicht mehr meine Münzen. Okay, dann können wir es jetzt vergessen. Na gut, dann soll es das gewesen sein. So, bloß immer hier hin. Ja, also das werden wir dann das nächste Mal mitmachen. Wir werden ja sehen, wovon wir dann starten. Und ja, also wenn wir den geknackt haben, Radan, dann werde ich schauen, ob das für das Siegel reicht und ob im Turm Rani dann sitzt. Ansonsten muss ich nochmal gucken, ob wir da noch eine andere Möglichkeit haben. Mit der Wiederherstellung, es hat leider nicht geklappt. Bei einigen hat es geklappt, also es war echt gemischt zu lesen. Aber ja, mir hat es geklappt, oh, die war trotzdem nicht da. Naja. Okay.
Ja, so werden wir das machen. Need to kill boss. Okay, I see. Ich hatte ja gerade zwei ewig lange Spinnenfäden auf dem Balkon, habe die kurzerhand kaputt gemacht, war schon etwas gruselig. Oh, es war bestimmt eine große Spinne. That's how it opens. Okay. Thanks, Nightwolf. Morgen bist du dann schon im Schneegebiet. Vielleicht, ja. Im besten Fall schon, ansonsten mit euch. Gut, Gamer Freunde und Ladies, das war es jetzt für die heutige Abendrunde. Wir haben viel gesehen, viel erlebt und auch doch schon eine Menge geschafft. Ja, weniger fluchen. Aber trotzdem hat gewirkt. Okay, das war's jetzt. Ich wünsche euch eine angenehme Nacht. Oh ja, kommt gut durch. Wir sehen uns bei der nächsten Gaming-Session wieder. Und ja, seid wieder mit dabei. Das dürft ihr nicht verpassen. Ja, haha. Und dann schauen wir mal, wie wir da weiterkommen, wo wir dann schon sind. Ich bin gespannt. Dankeschön. Also, Elkis, vielen Dank, dass du dabei warst. Und Nightwolf, thank you so much for joining the stream. Really appreciate it. And maybe we see us in the next stream. Alright? Good. Yeah, that's it for today. Have a good night's sleep and see you on the next one. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Reinschauen. Und